Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Photoshop in 30 Sekunden. Heute geht es um das Thema Schärfen. Ich habe hier mal ein Foto von Berlin geöffnet und möchte euch jetzt mal zeigen, wie ich ganz schnell und effektiv gut schärfen kann. Dafür nehme ich die Hintergrundebene und dupliziere sie, indem ich sie auf das neue Ebenensymbol ziehe. Als nächstes geht ihr auf Filter, sonstige Filter, Hochpass und je nachdem, wie hoch eure Auflösung der Kamera ist, könnt ihr einen Radius zwischen 1 und 3 Pixel wählen. In meinem Fall habe ich eine sehr hohe Auflösung von 36 Megapixeln und wähle deswegen einen Radius von 2,6 Pixeln. Als nächstes stelle ich die Füllmethode auf ineinander kopieren und schon haben wir ein Bild, was überall sehr gut geschärft ist. Wenn ihr jetzt mal die Vorher-Nachher-Ansicht euch anschaut, dann seht ihr, dass wir an allen Kanten sehr gut neuen Kontrast hinzugefügt haben und das zu einer entsprechend guten Schärfe führt. Natürlich können wir diesen Effekt jetzt auch partiell anwenden mit einer Ebenenmaske. Wir können diese erstellen mit gedrückter Alt-Taste, drücken wir auf das Ebenenmaskensymbol hier unten und erstellen somit eine schwarze Maske. Damit ist jetzt gar nichts mehr von diesem Effekt sichtbar und mit einem weißen Pinsel können wir diesen Effekt dann partiell in das Bild wieder einmalen. Ich stelle jetzt hier einfach mal eine Pinselspitze von ungefähr 400 Pixeln ein und male diesen Effekt jetzt an bestimmten Stellen einfach wieder in das Bild ein. So habt ihr extrem gute Kontrolle über die Schärfe in eurem Bild. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn dem so ist, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal für weitere Videos und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao!